Wir machen das mal. More things for my trophies. Challenge me. Dare you, you. Ist ansonsten mit nichts mehr im Krieg von mir. Wenn ihr den nicht angespackt, lassen wir mal. Sind sie auch sauer, weil ich hier Frieden geschlossen habe? Ja, ehrlich. Ja. Okay. Aha. Jetzt weiß ich wenigstens, wo die ganzen Armeen von ihm sind, hier oben. Ich bin froh, dass ich doch noch in den Norden hoch bin. Jetzt hoffen wir, dass das ein Hinterhalt wird, dann kann ich den nämlich direkt rausziehen. Wunderbar. Manchmal ist das Glück doch auf meiner Seite, finde ich gut. Ein bisschen Mangiare Mangiare. Gut. Das ist besorgniserregend. Das packt er nicht. Da geht er unterstützen. Eigentlich. Das vermute ich in der Tat. Hat er gar nicht mehr so viel. Er hat hier eigentlich nichts mehr an Verteidigung, weil er alles im Norden hat. Blitzmaster. Können die nämlich noch regenerieren, bis sie da sind. Gut. Meine allergrößte Sorge ist einfach, dass die Bretonen sich echt mit den Leuten im Süden zusammentun. Wenn das nämlich passiert, habe ich ein gigantisches Problem. Dann muss ich nämlich noch ganz runter in den Süden, in die Wüste, um die da auszuschalten. Und darauf habe ich null Bock. Deswegen muss das eigentlich schnell gehen mit den Bretonen. Bretonia. Aber die Vampire halten die Zwerge hier gut zurück. Na, hier sieht man, wie sie eben die letzten überlebenden Menschen und Zwerge und Hochelfen noch versuchen, sich gegenseitig zu supporten. Puh, 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 puh. Sarler angetroffen. Ah, eine neue Fraktion ist auferstanden. Die tot war. Das haben die im Norden gemacht. Ich nehme an, dass er das einnehmen geht. Shit. Das habe ich nicht, da habe ich nicht dran gedacht, dass der das nicht sofort einnehmen kann. Okay. Jetzt fängt hier die Jagd an. Das heißt, wir rennen dem Typen hier nach. Ich weiß nicht, warum der so uns verreckt in den Norden angreifen möchte. Oh, nice. Das ist sehr gut.
Ja, nett. Und er springt jetzt hier dann nach hinten. Ja, oder er rennt. Schwarzsteinposten sind 11 Mann drin und das, was er hier hat, ist natürlich wesentlich besser. Musilor wird von dem eingenommen, dann können wir das und dann hier runter. Und dann sind wir die eigentlich hier los. Dann sind wir kurz vor dem Sieg. Ich meine, alles andere haben wir. Wir haben das Geld, wir haben genug niedergerissen. Wäre ja lachhaft, wenn wir nicht genug Siedlungen niedergerissen hätten. So. Versucht hier noch ein bisschen mit Dings was zu machen. Ah, warte mal ganz kurz. Ich will gucken, was die Chaos-Fraktion macht. Nein, sie haben den Falschen in den Krieg geklärt, oder? Aber jetzt stehen sie hier drin. Super. Grenzhafen ist fast tot. Zumindest vom Stärkerang her. Murliebsheuler. Er zieht nach, ne? Er versucht auch die Bretonen zu töten. Bretonia. Es ist, wie ich es gesagt habe. Er hat nichts mehr. Er macht auch nichts mehr groß. Wenn du suchen, dass du das noch einnimmst. Oh lol. Dann musst du das nicht machen. Geh hier hin, falls die das zu spät machen. Okay, zwei recht große, drei recht große Armeen. Kann sein, dass sie diese Schlacht noch selber kämpfen müssen. So. Er rennt weiter. Sehr gut. Er ist hier nach oben. Ich weiß nicht, ob die... Also es kommt eben darauf an, ob die Vampire das jetzt machen oder nicht. Das, die Chaos-Fraktion hilft mir doch tatsächlich. Ich bin froh, dass ich mit ihnen Frieden geschlossen habe. Ist auch gut, wenn du das einnimmst. Soll mir auch recht sein. Okay, die Zwerge haben über die ganze Karte eine Konföderation gebildet. Gut, so wahnsinnig weit ist es nicht. Weltenwandler haben sich den Saarlern angeschlossen, weil die Chaos-Fraktion da oben auch wütet. Okay, das kann natürlich sein, dass er mich da oben jetzt... Er bereitet jetzt vor. Ah ne, er flieht. Halt ins Innere. Jetzt haben wir wieder die gleiche Situation mit dem verdammten Imperium. Aber ich bin so froh, dass ich eine Armee hier hochgeschickt habe. Weil, ihr müsst euch vorstellen, wenn ich jetzt niemanden hier hochgeschickt hätte, dann hätten die einfach gemütlich hier den Norden eingenommen. Aber die Ehre, besten Dank. Er nimmt das dann ein. Tut. Meine Truppe ist gestorben. Da stirbt immer eine. Ich weiß nicht warum. Aber die eine, die geht da immer drauf. Ja. Sind die hier? Und hier unten auch nochmal. Aber er hat sich hier recht gut positioniert, ne? Also, wir dürften ihn eigentlich aus dem Gebiet rausprügeln. Ja, irgendwas halt.
Es fehlt nicht mehr viel. Es fehlt echt nicht mehr viel. Kann auch sein, dass sie jetzt den Mut haben, da anzugreifen, weil er nebendran steht. Varga angetroffen. Da wurde wieder jemand wiederbelebt. Die Zwerge sind ordentlich stark. Ich denke, wenn ich wirklich Weltherrschaft oder so, also oder großen Sieg oder was auch immer mit den Tiermenschen erreichen möchte, würde ich Clan Moors, glaube ich, bestechen, das Bündnis mit den Zwergen aufzugeben. Ich denke, ich würde da sehr, sehr viel Geld rein investieren, damit das klappt. Das ist gefährlich. Obwohl, das ist gut. Dann sind sie sich sicherer, dass sie gewinnen. Dann gehen sie weniger schnell eine Konföderation ein. Reichweite haben wir nicht. Hier ist eine fette Armee drin. Okay. Stell mich neben ihn. Hier stelle ich mich neben ihn. Damit er das sicher schafft. Und du schaffst das eh. Ich meine, was hier drin ist. Wenn er das nicht schafft, dann stimmt was nicht. So. Okay. Jetzt sind hier drei Truppen. Er dürfte das eigentlich killen können, aber man weiß ja nie. Bewegen uns mit beiden Armeen hierhin, dass wir zur Not runterspringen könnten. Hier wird's gut zurückgedrängt. Hau du mal da rauf, bitte. Das dezimiert sich hier, ne? Ich meine, wenn das mal weg ist, die Küste kriege ich schnell. Das ist kein Problem. Sehr schön. Finally, finally. Ja. Deswegen stehen wir neben dran. Die Vampire werden auf der anderen Seite das gleiche haben. Genau. Die Irre. So, eigentlich hätte ich das andere machen sollen, aber ist ja auch egal. So. Hatten verloren? Welche denn? Steht nicht wer. Wir unseren Verbündeten. My lady will not allow it. Nur Pferde drin. Lol. So, haben wir die hier? Wurden die jetzt vernichtet oder? Ich hab das nicht mitgekriegt. Ich gehe mal davon aus. Ist das klug, einfach davon auszugehen? Eigentlich nicht, ne? Wir teilen uns auf. Er wird das nämlich alleine hier packen. Nichts dabei. Er ist da schön am Arbeiten. So, die zwei Siedlungen noch. Oben noch vier. Und die eine Siedlung, die Schwarzsteinposten. Ah, ist das Ding. Das ursprünglich ja meinen Verbündeten gehört hat, die das
bereitwillig meinen Feinden gegeben haben. Nee, sie haben ein bisschen doof agiert. Ich bin wahnsinnig gerne mit den Vampiren verbündet, aber sie sind leider nicht so nützlich. Oder sehr selten. Karnstein geht jetzt noch. Aber die Hügelgrablegion, die stirbt meistens, weil sie halt umzingelt ist von Feinden. Mussilon, genau das gleiche. Blad von Karnstein kommt drauf an, ob er mit der Sylvana, also das ist für mich auch Karnstein, verbündet ist oder nicht. Teilweise teilen sie sich dann reich. So. Also. Oh, das ist gut. Das ist sehr gut hier. Bin sehr stolz auf euch. Was habt ihr denn eigentlich jetzt hier drin? Ein interessantes Gimmick an Einheiten. Stopp. Diese Armee, die kann man nicht sofort angreifen. Sehr schön. Wunderbar, hervorragend. So. Ich hoffe, dass du in der nächsten Runde bereit bist, das zu killen. Und was hier genau passiert, weiß ich nicht. Ich springe sicherheitshalber kurz hier hin, nicht dass das jemand holt. In der nächsten Runde springen die rüber, schnappen uns das. Er dürfte das vernichten. Wir können ihm das Ziel geben, dass er das macht. Vielleicht macht er es, vielleicht nicht. So, wie sind sie hier los? Und die Skaven toben sich jetzt natürlich da aus. Die schnappen sich alles, was sie kriegen können. So, knapper Sieg. Wo war das? Schwarzsteinposten. Das ist auch gefallen, das letzte bisschen. Ich glaube sogar, dass die Hochelfen verlieren gegen die Dunkelelfen. Sieht zumindest auf der Karte danach aus. Ich blende mich mal ganz kurz aus, dann seht ihr das. Also, kommt darauf an, auf was für ein Gerät man guckt. Das hier ist alles Dunkelelfen. Dunkelelfen, das ist alles Dunkelelfen. Die sind mit den Skaven verbündet. Die Echsen, die drängen hier oben rein. Aber das hier scheint doch sehr, sehr dunkelelfisch zu sein. Bestien ist sicherlich nicht schlecht. Ja, guck, er schnappt sich alles gemütlich hier, so wie es muss. Okay. Sehr gut. So. Jetzt müssen wir ganz kurz gucken. Die Hauptarmee und diese Armee hier. Also wir müssen hier ein paar Einheiten tauschen, weil ich scheinbar die letzte Schlacht noch kämpfen muss dann nachher. Und das werde ich wahrscheinlich mit dem Hauptgeneral machen müssen, deswegen ballern wir hier nochmal kurz die Einheiten hin und her. Der letzte Schlag gegen die Menschen. Meins. Das denken sich die Skaven gerade. Sie haben keine Armee mehr. Man sieht es im Kräfteverhältnis. Wenn sie noch einen roten Balken hätten, hätten sie noch irgendetwas, irgendeine Armee irgendwo, aber haben sie nicht. Oder also eine volle Armee. Sie haben nichts mehr. Sie sind endgültig am Ende. Oh, lagst du. Passt schon.
plündern und ihn erreißen. Selbstverständlich. So. Den komme ich jetzt natürlich hier nicht rüber. Wir können es von hier aus dann versuchen. Warte zwei Runden. Ich stelle mich mal kurz so. Warum nicht? Können wir noch Reduktion ausbilden? Das ist okay. So. Ohne Witz, wenn jetzt kurz vor Schluss dann noch eine Konföderation in den Süden stattfinden würde, drehe ich aber ab. Dann drehe ich ab. Ich muss euch was ganz, ganz Interessantes zeigen. Und zwar, es gibt eine Fraktion, die in den Wirren der Kriege, die stattgefunden haben. Ich meine, Sartossa ist an einem komplett anderen Ort. Die Karnsteins haben es bis hierhin geschafft. Die Konföderation zwischen den zwei größten Skaven neben den Clan Moors hat die bretonischen Inseln erreicht. Die Halbinsel eigentlich. Aber es gibt eine Fraktion. Eine einzige Fraktion. Die hat gelebt und nicht wirklich gelitten. Diese hier. Karak Norn. Standhaft in dieser Siedlung. Sie starten zwar hier, aber sie haben irgendwann das eingenommen und die chillen da einfach. Seit Ewigkeiten. Vielleicht beendet er das. Aber die haben gelebt. Seit eh und je. Bis dahin. Und eh und je. Ah, das ist sogar eine Rebellion. Die Rebellion macht sie kalt. Das ist ja bitter. Gut, nächste Runde. Jetzt bin ich gespannt, ob der hier hochrennt. Ah, ich habe die Sicht natürlich nicht, ne? Schade, schade, schade. Nagash haben wir getroffen. So, wenn die Rebellion das niederschlägt, dann ist gut. Wenn die Rebellion das nicht niederschlägt, muss ich das machen. Dann schlage ich die Rebellion nieder und dann sie. Obwohl muss ich gar nicht, wenn die Rebellion das nicht hinkriegt, ist klar. Ne, wenn die Rebellion gar nichts macht. So, jetzt bin ich... vielleicht sehen wir es, ob Karak Norn jetzt hier... Ich persönlich, wenn ich Machthaber wäre und die Möglichkeit hätte, würde ich den Zwergen einfach sagen, wisst ihr was? Ihr hört euch. Ist gut. Viel Spaß. So. Also. Es wird hier nichts, ne? Ihr habt das irgendwie nicht so im Griff, meine Herren. Deswegen übernehmen wir jetzt. Was bräuchten wir eigentlich für den großen Sieg? Das würde ich eigentlich jetzt gerne noch wissen. Die Zwerge müssten wir töten. Theoretisch nur die Zwerge. Und die müssten viel, viel mehr Geld und 70 Siedlungen niederreißen. Ja. Machen wir nicht, aber theoretisch nur noch das. Irgendwas halt, ist egal. Ja, ich will wissen, wann, hier, was, wo, wie, wer, was, wo, warum, wann. Come on! Machen Sie hin, bitte. Ich meine, ich kann mit den zwei Armeen nachher einfach hoch, aber wenn sie tot sind, ist gut. Bitte keine Konföderation, bitte keine Konföderation. Okay. Und das war's mit Ihnen. Oder? Wir haben irgendwo noch eine Armee. Da. Hier.
Das wäre einfach der Hit. Wenn sie jetzt eine Konföderation eingehen würden mit denen unten, obwohl sie nicht mal mehr eine Siedlung haben, dann drehe ich aber durch. Ist ja nicht so, dass ich in der Kampagne nicht schon ein paar Mal durchgedreht wäre. Oder allgemein bei Total War. Weil wieder unmögliche Dinge passiert sind. Als ich gesagt habe, ich müsste Clan Moors davon überreden, gegen die Zwerge zu kämpfen, war das ja theoretisch gar nicht so falsch. Aha. Och. Wir hatten es noch davon, ne? Karaknorn, mega sad. Wer hat sie vernichtet? Das will ich noch kurz wissen, bevor ich die anderen auslösche. Sicher die Waldelfen. Die sind so sneaky blöde drauf. Ansporn, Preis. Mann, wie viel? Ja, guck an. Blöde Waldelfen. Hätte die Zwerge doch einfach leben lassen können. Oder? Ich meine, so schwierig wäre das ja nicht gewesen. Na gut. Ich freue mich. Dankeschön. Wie bitte? What? 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 This will achieve nothing. Okay. Greif was an. Machen Sie was, Sir. Also wir warten. Wir hätten sie jetzt schon beenden können. Die hat nichts mehr. Kann nichts mehr. Ist nichts mehr. Bitte keine Konföderation. Bitte keine Konföderation. Bitte keine Konföderation. Du rennst weg. For real. Er rennt halt weg. Gott sei Dank ein Hinterhalt, ansonsten hätte sie noch fliehen können, wenn sie irgendwie um 50 Berge rumgerannt oder so. Ja. Vernichtet. Jetzt habe ich theoretisch ja alles gemacht, oder? Ja. Gewinne folgende Schlacht. Das heißt, wir müssen jetzt noch... so. Und in der darauffolgenden Runde, also jetzt eigentlich, wenn wir dann drankommen, dürften wir die letzte Schlacht schlagen gegen die Menschen. Ich weiß halt nicht, ob ich da alle Tiermenschen mitnehmen kann oder ob ich da nur mit einer einzigen Armee angreifen kann. Ist natürlich jetzt kontraproduktiv, weil ich meine Magier und meinen den Bullen nicht in der Hauptarmee habe. Die habe ich extra in die andere Armee gemacht, dass die Hauptarmee einfach nur mit der Gore-Härte voll war, um Geld zu sparen. Puh. Ja, die wurden vernichtet. So. Alle Menschheit. Ich kann selber auswählen, welchen Kommandanten ich teleportieren möchte. Aber wir nehmen ihn. Ich habe extra die Einheiten hin und her geschoben. Oh. Okay, I see. Ich kriege Unterstützung. Ja, cool, machen wir, packen wir. Außer sie kriegen nochmal Support. Kommt drauf an, wie sie aufgestellt sind.
Okay, ich weiß nicht, wer das ist. Ah, das ist mein Verbündeter, das bin ich. Und hier sind die Menschen aufgestellt. Ich finde das voll cool für die letzte Schlacht. Die Bretonen und das Imperium versuchen noch als allerletztes einmal Zeug zu schlagen. Free what we mag. Free kum sam gaurug mut sufu. Suag yua bait. Guk yu soni miaru. Na sorgu. Na du dwizud wat yua. Na ok sigmas yua pweef. Queens are Kazrak! Queens are Darnef! Queen! Who will fix your cast? Queen! Ich hätte auch alles verstanden ohne Untertitel. Also, die müssen halt weg. Die stehen sehr, sehr böse auf der Seite eigentlich. Wir können halt, ne? Also er kommt bis hierhin, aber alle anderen Einheiten von mir nicht. Es bleibt uns nichts anderes, auch wenn es mit den Katapulten mega mies ist, bleibt uns fast nichts anderes übrig, als loszurennen hier. Das ist eine Mega-Posi, die er hat. Eine Mega-Posi. Geh du mal bitte damit. Ihr bildet bitte mal ganz kurz die 2 und die anderen bilden die 3. Die 3. Ich wäre sehr verbunden, wenn ihr ein bisschen breiter euch aufstellen würdet. Keine Magie. Schnappt euch die, los. Aufzubauen, auch wenn die hier hinten rum flankieren. Ja, die Artilleristen haben wir weg. Hoch da, hoch, hoch, schaltet sie aus. Einfach drauf. Am Hügel anzukämpfen ist der absolute Albtraum. Demigreifritter, die sind perfekt geeignet, um meine Minotauren zu killen. Oh. Das ist cool, dass man die sieht, die habe ich nämlich nie gebaut. Das hier sind Sentigore. Und das hier ist die Chaosbrut, die können sie auch machen. Das ist ganz cool, dass man das mal sieht. Dann hat man alle Einheiten eigentlich gesehen, die sie bauen können. Gut, nee, eine nicht, die Gore-Herde, glaube ich. Aber das macht nichts tatsächlich, weil die haben wir schon in anderen Let's Plays gesehen. Das ist bitter hier. Habt euch die. Los. Ich
Aber das Battle gewinnen wir. Wegen der Unterstützung einfach. Yeah. Weg damit. Feindlicher Kommandant verwundet. Sehr gut. Ja, deswegen habe ich die Minotaur mitgenommen. Probieren da noch hinzugehen, aber viel machen kannst du wahrscheinlich nicht. Die werden mühsam, die kriege ich nicht. Er läuft so cool. Ich stampfe hier durch die Gegend. So. Er schlachtet die tot. Gehst mal hier runter. Und auf. Versuchen ihn vom Himmel zu jagen mit dem Stein, aber wir wissen wahrscheinlich nicht treffen. Ja, stampf mal ein bisschen drauf. Das ist gut. Oh shit. Oh shit. Okay, das ist problematisch. Das ist sehr problematisch. Okay, er ist auf dem Weg schon. Neue Linien. Versuche ihn zu töten. Nimm einen Stein, schmeiß ihm seinen Adler auf den Kopf. Also es ist ein Hypogreif. Ein Greif. Genau, du kannst den Stein auch einfach in die Hand nehmen und ihm auf den Schädel kloppen. Wie du willst. Werfen, schmeißen oder einfach zuschlagen, Hauptsache stirbt. Das andere ist mir egal. Ja, das ist das Problem. Außenrum, Jungs. Und warum außenrum? Durch die Wand, einfach mitten durch, einfach drauf. Grenze oben, einfach durchlaufen, ist egal. Ihr habt größere Beine, stampft sie nieder, lauft einfach durch. Ist wurscht. Durch, einfach durchlaufen, egal, lasst euch nicht aufhalten. Ne? Das, was ihr nachher an den Knien habt, kann man wieder abwaschen. Geht's? Einfach ins Vergnügen springen. Mit dem Kopf voran. Super. Die letzte Schlacht ist gewonnen. Sehr schön. Hast du irgendwo noch einen Mensch, der das Gefühl hatte müsse? Okay. Sehr schön. Klar, Magie hat ein bisschen gefehlt. Aber ja, deswegen habe ich ja die Einheit nochmal getauscht. Damit wir zumindest Minotauren haben und nicht nur diese Einheiten drin, damit wir da noch was machen können. Karl Franz, das Imperium. Ja, so, die Menschen tot. Gut, ich meine, wenn die Menschen jetzt echte Dinge aufgefahren hätten, wie Raketen am Anfang und so, wäre es halt echt bitter geworden. So, wir verschlingen die Gefangenen. Finally! Gewonnen! Mit den Tiermenschen. Wir haben eine halbe Ewigkeit an Runden gebraucht. Die ersten paar Runden hier haben wir eigentlich nur damit verbracht, den Skaven zu helfen, eine gute Position zu kriegen. Was uns tatsächlich am Ende viel gebracht hat, wir hatten hier immer Skaven, die uns geschützt haben. Tja, und dann irgendwann, als wir dann auch Clan Angrund tot hatten, in gefühlt 50 Millionen Runden, scheiße, wie viele Runden haben wir dann gespielt, haben wir es dann irgendwann geschafft, hier oben reinzuballern. Ne, das war ein bisschen später, Entschuldigung. Das hier war der Goldorden, den wir dann platt gemacht haben hier. Also hier rein und ah ne, doch, das sind die Menschen hier.
Und dann hat es angefangen. Die Wirren des Krieges. Die Vampire auf unserer Seite, Saratossa, die sich hier niedergelassen haben. Und dann dieses Hin und Her, ständiges Hin und Her. Und hier das Imperium, ne? Hier haben wir geholfen, um die Bretonen ein bisschen zurückzudrängen. Um danach wieder runterzugehen zum Imperium. Und jetzt das Imperium. Tag hier, 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 weggenommen, weggenommen, weggenommen. Hier wieder aufgeploppt, hier wieder weggenommen, hier wieder aufgeploppt, hier wieder weggenommen, hier wieder aufgeploppt. Bis wir sie endlich, finally, hier hinten hatten, um sie dann zu vernichten. Und dann die Runden Bretonia. Hinten durch, also hier, tack, das kurz kaputt gemacht und dann aufgeräumt. Und weil sie natürlich hier oben im Norden die meisten Armeen hatten, weil sie aus irgendeinem Grund den Norden einnehmen wollten, konnten wir das gemütlich einnehmen. Die im Norden zu schlagen noch. Und dann den Sieg davon tragen. Wunderbar. So, das war das Let's Play zu den Tiermenschen. Ich hoffe, es hat gefallen. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Es war ein Kampf gegen Windmühlen gefühlt. Also es wurde ein paar Mal in den Chat geschrieben. Es ist schon heftig gewesen, wie wir jedes Mal wieder das Imperium zerschlagen haben. Dann hat sich da wieder aufgebaut. Zerschlagen haben, da wieder aufgebaut. Aber wir haben es geschafft. Tiermenschen-Let's Play ist durch. Ich glaube, ich werde das kein zweites Mal machen. Die Tiermenschen sind super zum Spielen. Vielleicht von einer anderen Position aus einfach zum Spaß mal starten oder so. Aber jetzt kein kompletter Sieg davon tragen. Das haben wir einmal gemacht und gut ist. Wie wir es auch bei der Chaos-Fraktion gemacht haben, die ja auch eine Horden-Fraktion ist. Einmal gemacht und gut ist, weil es ist schon hart. Und das Ganze nicht auf sehr schwer zu spielen, war tatsächlich die richtige Wahl. Weil auf sehr schwer hätte das Imperium wahrscheinlich noch viel, viel mehr Armeen gehabt. Ich hätte wahnsinnig viele Kämpfe alleine machen, also echt kämpfen müssen. Und wir hätten diese 185, das wäre weit mehr gewesen. Von daher bin ich froh, wie es war. Gut, ihr dürft im Twitch-Chat gerne noch reinschreiben, welche Fraktion ihr als nächstes sehen möchtet. Wenn ihr es auf YouTube guckt, schreibt es auch gerne in die Kommentare. Wie es euch gefallen hat, schreibt auch gerne rein, was ihr für eine Fraktion als nächstes sehen möchtet. Wenn ihr Feedback da lassen möchtet, ist eine Handvoll von Leuten, die dieses Let's Play cool finden und gucken. Jetzt sowohl auf Twitch, wie auch auf dem Let's Play-Channel. Da wäre ich natürlich sehr froh drum, wenn ein bisschen Feedback da wäre. Gut, alles klar. Ich hoffe, es hat Laune gemacht. Wir sehen uns im nächsten Let's Play. Ich freue mich drauf. Bis dann. Tschüss.